Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play War Z Together. Der Daiko ist immer noch bei mir, wollte ich schon sagen. Ja, der Pellon ist immer noch bei mir. Pellon, gib mal ein Tönchen von dir. Hallo, hallo. Ja, und gib mir mal bitte die Painkillers rüber. Die gehen nicht hier rüber, wir wollten ja wie versprochen zur Patchfarm, da sind wir jetzt. Wir wollten euch natürlich den Weg ersparen. Painkillers, die schmeiß ich mir direkt rein und... Ja, wir sind jetzt hier direkt vor der Pain Farm, die liegt vor uns. Wir haben's, ich guck mal kurz auf Escape, wie spät wir es haben. 21.22 Uhr, das heißt, es geht gleich in die Nacht rein. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Taschenlampe. Und wir haben keine. Haben wir nicht. Mal gucken, inwiefern wir in der Nacht hier was Gescheites machen können. Dafür eher natürlich, wir haben ja ein 16. Jeder von uns hat eine große Knarre und eine kleine Knarre. Genau. Und das ist doch Spaß. Aber bevor es hier halt in die Nacht geht, sollten wir entweder Flares haben oder... Vorsicht, von rechts ein Zombie! Oh, die habe ich jetzt schon gar nicht mehr gesehen zum Beispiel. Da habe ich jetzt ein bisschen Schuss verschwendet. Jetzt kann Headshot von mir, also ein bisschen aufpassen. Nicht so viel Schuss hier verschwenden. Oh, du wärst mir fast in den Lauf gelaufen. Oh, jetzt kommen sie hier zu. Eine ganze Menge hier auf dem Schuss. Ja, aber da seht ihr jetzt auch mal Live-Geballer hier. Leider droppen die hier nichts, das finde ich ein bisschen schade. Wir haben alle gekillt und ich würde sagen, jetzt passen wir mal ein bisschen mehr auf, weil wir wollen ja nicht alles verschwenden. Ich habe nur noch 6 Schuss in meiner Pistole, aber noch 18 meiner Magazine. Ich habe 58 Schuss noch und noch 2 Magazine für meine Waffe und für deine auch habe ich auch noch ein Magazin über. Ich pack mir auch als Zweitwaffe jetzt mal meine Baseballschläge ein. Warte, verschwend keinen Schuss. Schieß bitte nicht. Ich hau ihn einfach so kaputt. Aber da kommen noch mehr. Gar kein Problem für mich. Von rechts kommen auch noch mal welche. Ja, die ganze Geschichte locken jetzt eine Menge Leute an hier. Ich find's nice. Ja, du hast ja auch eine Menge Schuss. Klar, findest du das gut. Meine Glock leuchtet übrigens im Dunkeln. Auch nicht. Und hier ist Can of Soda. Ich würde jetzt sagen, lass uns mal ein bisschen schleichen. Also... Ich hab hier gerade noch einen Zombie angelockt und dem gebe ich auch direkt einen Headshot. Boah, ich hab gerade gedacht, du wärst ein Zombie, das hätte böse enden können. Das bin ich. Also wir gehen jetzt hier durchs Dunkel und... Ja, und jetzt sitzt uns dunkel und wir haben keine verfickte Taschenlampe. Lass uns bitte schleichen jetzt. Auch du bitte. Ja, warum denn? Wir können doch einfach ein bisschen rumballern, ey. Ich hab irgendwie Bock auf Ballerei. Ja, du hast auch die Munition, ja. Ja, deswegen. Ich meine, hier ist sowieso im ganzen Areal steht hier ein Zombie. Wenn wir den jetzt auch noch mit der Glocke schießen und wir sehen bald, glaube ich, sowieso nichts mehr. Das ist das. Ist auf jeden Fall einer drin. Den verkaufe ich mit meinem Baseballschläger. Ja gut. Ich hätte ihn sonst jetzt schön erschossen mit dem Licht hier. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was erkennen auf eurem Bildschirm. Hast du die Glocke drin? Ja. Lass mal rückwärts, hier ist ja nichts. Ah, es ist richtig dunkel, ne? Ja, deswegen. Vielleicht unterbrechen wir auch gleich mal kurz die Aufnahme und warten wieder, bis es hell ist sozusagen. Und ich habe hier gerade einen Zombie gezogen, den musste ich mal kurz mit der Waffe erschießen. Und habe gleich noch einen Zombie mehr gezogen. Und da wird's hell, wenn einer schießt. Also wir könnten auch Dauerfeuer machen. Da kommt noch einer. Jetzt kommen wir alle. Kommen von rechts auch welche? Ja, Moment. Lass mal ein bisschen rückwärts gehen, das schon. Lauf auf jeden Fall nicht vor meine Linse. Nee. Und noch ein Headshot. Wunderbar, jetzt haben wir eine Menge gekillt erstmal. Ich glaube, hier ist auch gleich auf der Farm nichts mehr los und wir können so in die Scheunen mal reingehen. Das wird doch schön. Wollen wir hier rechts mal in die Scheune gehen? Ja. Ich muss auch erstmal hier meinen Kontrast etwas erhöhen, damit ich auch vernünftig sehe. Ja, ich glaube, das bringt nichts, wenn ich jetzt hier den Kontrast für die... Wenn ich den erhöhe, bringt das wahrscheinlich nichts, oder? Nee, das bringt nicht viel, nein. Die sehen auch gar nichts. Aber... Es ist halt Nacht, da müssen wir jetzt halt mal unsere Köpfe kurz zusammenstecken. Hier liegt ein Magazin! 22 Kaliber Clip. Münze. Ja.
Ah, es ist wirklich viel zu dunkel. Ob wir da nicht gleich mal kurz unterbrechen und warten, bis es hell ist? Ja, das will ich auch sagen. Oder wir können ja mal kurz hier noch hier in die Farm laufen, aber bevor wir zum nächsten Ort fahren, wir können ja die Folgen dann zusammenschneiden, das ist ja kein Thema. Ihr verpasst halt auch, wie gesagt, nichts. Wir werden uns irgendwo ausloggen. Aber ich nehme noch, ich kann noch Pasta auf, oder? Das Problem ist hier halt dann irgendwann... Hast du geschossen? Ja. Alles klar. Das Problem ist hier dann halt irgendwann, dass wir halt auch die Zombies dann irgendwie nicht mehr sehen. Und hier dann gleich stehen könnte, you are eaten by a zombie. Also ich bin dafür, hier ist ja so... Oh, hier ist noch eine AK! Ne, eine Krüger Mini 14. Oh, und hier sind Zombies. Ich hab gedacht, du bist noch bei mir. Ich bin gleich wieder bei dir. Du hast eine AK gefunden, noch? Eine Krüger Mini 14, die will ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie ich die transportieren kann. Ich muss mal dann... Ist sie hier auch, ja. Back of Chips eaten. Ja, jetzt habe ich sie drin sozusagen. Die Krüger Mini. Einfach mal kurz gucken. Die hat aber keinen Schuss, aber die sieht halt auch geil aus. Die sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Jetzt ist hier gerade wieder ein bisschen Mondschein. Also ich weiß nicht, ob wir so können wir auf jeden Fall weiterspielen. Ja. Siehst du das? Ich würde auch sagen, das ist mal ganz interessant zu sehen, wie das hier... Solange wir hier so im Mond sind. Kannst, bist du hier so übergesprungen? Ich hab jetzt auch eine Krüger. Also meine Krüger hat 10 Schuss. Ich packe die auch mal rein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Jericho. Was ist jetzt los? Wir sind auf jeden Fall Richtung... Wo wollen wir hin? Ich weiß nicht, wir sind hier jetzt ja bei der Farm so weit durch. Hier war irgendwie nichts Besonderes leider. Ja, außer irgendwie Knarre gerade. Ne? Glenwood Springs würde ich mal sagen, dass wir da Richtung abbiegen. Über die Straße laufen. Auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall noch einmal so ein Pisser, den hast du jetzt abgeknallt. Wunderbar, dankeschön. Noch einer. Da würde ich sagen, lass uns losgehen. Und ich würde sagen, über die Straße halt, weil wenn wir durch den Wald laufen, dann ist es halt so dunkel. Ja. Und ja, dann seid ihr halt mal wieder beim kleinen Weg dabei, aber es ist schon... kurz dabei bei dem Weg. Ja, der dauert aber nicht so lange wie jetzt der andere Weg, deswegen haben wir gedacht, komm, den ersparen wir euch kurz. Oh, da ist ein Zombie! Und der ist auch tot. Oh, hier sind wieder mehr. Oh, da ist auch noch einer hinter dir direkt. So, die hab ich mal gekillt, ja? Super, ich hab jetzt fairer, also feigerweise den dir den Rücken zugekehrt und bin gerannt. Ja, kein Problem, ich hab's gekillt. So. Häufiger mal jetzt jemanden killen lassen. Da müssen wir erst ein bisschen laufen. Ja. Oder wollen wir halt einen kleinen Cut machen bis Glenwood Springs? Ihr werdet ach, dann laufen wir doch mal. Ja, okay, gut. Lassen wir sie hier. Lassen wir euch dran hier mal. Das wollen die Leute sehen, denke ich. Hier mal kurz den Himmel checken. Die ganzen Sterne. Ja, und es sind im Moment 6 online, also heißt, ja, oder 7, irgendwie steht da eine 0. Also das heißt, wir beide einschließlich, das heißt 5 Gegner. Also man könnte natürlich auch so dann morgens um 5 auf Europe-Server hier ordentlich abfahren. Ja. Das ist das. Wir werden natürlich auch mal zu Zeiten online sein, wo mehr los ist, weil sonst sehen wir ja hier nie Action gegen Spieler. Aber was geht? Ja, vielleicht können wir mal kurz über künftige Projekte reden. Und zwar über zum Beispiel Call of Duty auf der Xbox. Ja, genau. Wir werden auch Call of Duty auf der Xbox machen. Wahrscheinlich, vielleicht kommen schon sogar vorhin Folgen, wenn ihr die hier seht. Aber das wird auch nochmal richtig lustig. Wir spielen immer leidenschaftlich auf der Xbox Call of Duty. Und werden da auch auf jeden Fall ein paar Folgen aufnehmen. Das wird richtig geil. Ja, genauso werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Runden Left 4 Dead einfach mal bringen. Left 4 Dead auf jeden Fall mein eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich denke, es geht den meisten von euch auch so. Ich hoffe. Ich hoffe, ja, alle kennen es überhaupt. Super gutes Spiel ist. Oder wollen wir West Boulder Meteorological Station eben mitnehmen, weil die ist hier direkt hier vorne. Ja, lass uns das doch mitnehmen, dann sind wir gleich da. Dann müsst ihr hier nicht so lang laufen. Aber wie gesagt, Left 4 Dead kommt auch auf jeden Fall. Ja, es ist noch so viel geplant. Wir haben auch so viele coole Ideen noch. Aber mal gucken, wie sich das hier alles entwickelt. Aber Call of Duty auf der Xbox auf jeden Fall nicht verpassen, denn da spielen zwei Choleriker.
So selbst sein. Ja. Das stimmt. Das werdet ihr wahrscheinlich vielleicht auch nochmal in den WoW-Let's Plays im PvP nochmal erleben. Vielleicht nächstes Wochenende. Vielleicht komme ich dann mit meiner Xbox vorbei, wenn ich Zeit habe. Liegen wir los. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ja, klar. Ja, wenn das hier nächste Woche überhaupt erscheint, das Video. Ich weiß gar nicht, wie viel der Folge WoW das jetzt ist. Ich glaube, die 9. oder 10. Ja. Aber mal gucken. Aber... Luke hat mich jetzt auch in den Wohl gefallen. Aufgelegt, ich muss es kurz... Ja, Stephen King Love liegt hier unter Fellows Laptop. Du bist gerade mein Laptop-Hochhalter. Ah, jetzt habe ich wieder eingerichtet und laufe wieder weiter. Hier ist ein Spiel verrückt. Ja, hoffentlich sind hier mal gleich wieder ein paar Zombies, die ich mit meinen 51 Schuss nochmal richtig wegbersten kann. Zacka, zacka. Map, wir sind ja gleich jetzt da bei der Station. Ja, die Wetterstation, da waren wir ja schon mal und da wird immer so ein komisches, grässliches Geräusch von dieser Wetterkuppel ausgestoßen. Das sind die Zombies anlockt, ich weiß nicht. Mal sehen. Aber jetzt sind wir ja bewaffnet. Genau. Puh. Wir haben schöne Waffen dabei auf jeden Fall. Und man merkt halt, mit Waffen ist das Spiel wesentlich leichter. Ja, auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich ja auch, dass sie niemals auf die Idee kommen, dass man von echt Geld halt Waffen kaufen kann. Das wäre schon bitter. Oder so eine Art kugelsichere Weste oder so ein Gedöns. Ich hoffe, die bleiben da halt bei Nahrung und sowas, was halt jetzt, sag ich mal, nicht... Ist halt auch wichtig fürs Spiel, aber... Geht schon in Ordnung, wenn die dabei bleiben. Also, man kann sich da Munition kaufen, aber die Waffe eben kann man sich noch nicht kaufen. Und, ihr seht, wir sind 5 Spieler noch online. Und, ja, es ist aber jetzt auch gerade, ich glaube, 5 Uhr morgens, am Samstag. Ja, wir haben ein bisschen gespielt. Bitkin was gespielt. Ja, da ist einiges zusammengekommen. Aber gut. Wir nutzen die Zeit, sammeln erstmal ein bisschen was ein. Genau. Wir haben ja nichts Besseres zu tun jetzt um 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens, genau. Irgendwo irgendetwas einzusammeln. Für euch halt eine neue Folge abzudrehen. Ja, hier schön Sonne, Mond und Sterne. Aber es ist jetzt tatsächlich doch gerade Vollmond, schätze ich mal, ja. Da hinten ist ja der Vollmond. Deswegen sieht man hier auch was, weil es gibt auch in WoW halt Tage, wo es hier wirklich dann Stockduster ist. Ja. Und dann hätten wir jetzt gerade, da hätten wir fast gedacht, es ist sowas. Da hätten wir gesagt, kommt Leute, dann ersparen wir euch das. Weil wir eben keine Taschenlampe haben. Ja. Ich trinke mal gleich Can of Soda. Ja. Und ich muss auch mal vielleicht wieder ein bisschen was essen, aber da warte ich noch ein bisschen. Ich habe auch kaum noch was zu essen und so dabei. Ich hoffe bei der Weather Station, da ist ein bisschen was zu essen. Also ich habe noch Can of Pasta, aber auch nur noch einmal. Ja, ich hab halt noch was zu essen, aber ich hoffe, dass wir da hinten halt ein bisschen was finden. Aber momentan muss ich sagen, das gefällt mir so. Also man muss wirklich nicht dauernd trinken oder so. Genau. Das war ein Alpha doch noch definitiv schlechter. Da muss man wirklich dauernd trinken, aber es kam mir auch so vor, als würde man häufiger was finden. Ich weiß nicht genau. Aber so gefällt mir das besser. Nicht so häufig trinken, nicht so häufig essen. Und dafür sind wir da hinten, das finde ich in Ordnung. Ja, die haben das hier schon ziemlich gut gemacht. Wir müssen jetzt gleich bei der Weather Station sein. Und danach halt in Glenwood Springs dann auch nochmal ein bisschen aufräumen. Hier ist die Weather Station. Ja, da vorne sehen wir doch schon ein bisschen was. Und hier sind auf jeden Fall auch eine Menge Zombielonis. Ja, ich hole auch erstmal... Und da ist ein Weihnachtsbaum, das heißt... Wir können uns da einen dicken Rucksack abholen. Aber pass auf. Ja. Pass auf, wir wissen noch wie letzte Mal. Da sind doch immer ein paar coole Camper, die da den ganzen Weihnachtsbaum bewachen wollen. Warum auch immer. Aber ich weiß auch nicht, ob da ein Weihnachtsbaum ist, wo was... Letzte pass auf. Da ist übrigens ein Spieler. Ist das ein Zombie oder ein Spieler? Ist das ein Zombie? Achso. Ich hole meine Knarre rein. Hä? Oh, neben mir ist auch ein Zombie gespawnt.
Jetzt wäre ich fast gestorben. Pass auf, wir müssen erstmal rennen. Rennen. Und dann würde ich sagen, packe ich mir mein M4 rein und... Fahne. Eieiei, da sind ja ganz schön viele Zombies hinterher. Lass uns mal rennen und nicht so viel Munition verschießen.